Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heyday. Ja, was soll ich sagen? Nichts ahnend, Levelaufstieg 46 und diesmal hatte ich sogar Zeit, das Ganze gleich mal aufzunehmen, ne? Ja, sehr coole Sache. Ich überlege gerade, warum ich nichts höre. Wahrscheinlich, weil ich mein Headset noch nicht wieder angemacht habe. Das ist schlau. Okay, also Glückwunsch, du bist jetzt ein Level 46 Farmer. Wunderbar. Freigeschaltet hat sich die Suppenküche, der Himbeermocker, wundervoll, und die Hummersuppe in der Küche. Dann Gesang auf der Farm, okay. Und neue Wege kriegt man. Na, das ist doch mal was. Diamanten. Alles klar. Oh Mann. Ja. Okay, ich würde sagen, wir machen erstmal hier schnell die Besucher fertig. Imbiss. Kann ich hier ins Kurbad? Ja, kann ich. Pension, nee. Nee. Pension ist voll, ne? Ja. Pension im Bus. Vielleicht hat das Kino noch Platz? Ja, das Kino hat noch Platz. So, und hier Lebensmittelgeschäft. Das heißt, nur Malcolm ist nicht bearbeitet. So, da kann ich gerade nicht. Ich habe keine Fischis. Wunderbar. Erdbeeren haben wir am Start. Was möchten die Dame? Oh Mann. Oha, hier kann ich was machen. Na, das ist doch nicht schlecht. Ja, sehr cool. Dann würde ich sagen, gucken wir mal auf die Hauptfarm. Da muss ich auch mal mein ganzes Weihnachtsgedingse wegräumen, würde ich mal behaupten. So, drei neue Sachen. Kann ich neue Tierchen setzen? Nee, die kann ich nicht setzen. Gut, aber die Suppenküche. Da hatte ich nämlich vorher schon spielunzt, was mich die kosten wird. Ab wann gibt es denn den Kerzenmacher? Ab 48. Oha. Das ist ja auch bald, würde ich mal sagen. Würde ich sagen, packen wir die Suppenküche erstmal hier hin. Die muss nämlich lange bauen. Und dann, ja, kann ich natürlich, steht schon der nächste Kaffee, kann ich den hier nicht machen, weil ich gerade keine, doch, kann ich. Warte, dann nehmen wir, hallo, ich würde gerne mal hier so, danke. Guck, dann können wir doch gleich mal so einen Himbeermocker machen, das ist ja ein Träumchen. Aha, da würde ich sagen, gucken wir mal. Ja, da bräuchte ich nochmal Schoki-Krams. Und hier brauche ich Zucker, ne? Habe ich natürlich nicht. Ja, Himbeermocker, 30 Minuten. Die gehen ja alle nicht lang, ne? Geht ja alles ruckzuck hier beim Kaffee. Eieiei, ich sag's euch. Ja, was mache ich denn? Naja, auf jeden Fall muss ich ja die restlichen Bäume mal noch beernten, möchte ich behaupten. Oh Gott. Ich sehe schon, ja. Naja, da können wir ja mal hier, ne, Ausrufezeichen. Sehr gut, dann würde ich sagen, machen wir mal hiervon noch einen und dann eventuell, ja komm, hauen wir mal raus. Sehr schön, da haben wir schon einen neuen Kaffee am Start. Oh wei. Ja, irgendwo hatte ich jetzt die Tage ein Goldsternchen, frag mich nicht wo. Ob es hier mein Tortenofen war oder irgendwas ist jetzt auf Gold aufgestiegen. Naja, macht ja nichts. Ich bin dran, ja, ich bin absolut dran, oh Mann. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir doch glatt mal. Die wollte hier was mit Schinken haben. Na, das passt ja mal gerade so, wa? So, beim Popcorn bin ich auch dran. Und was wollten die anderen? Hier noch eine Burgulette wollte doch einer haben. Ach so, jetzt gucke ich erstmal, was ich hier noch Neues gekriegt habe. Aha, der kostet mich, der kostet mich 60 Münzen. Und das gute Teil kostet 1.250.000 Münzen. Oh Mann. Naja, ich bin jedenfalls froh, dass ich vorher tatsächlich geguckt habe, was mich das Ding kosten wird. Das flackert schon wieder. Ich verstehe das immer nicht. Also die Suppenküche, ne? Dass ich da schon ein bisschen vorsparen konnte, möchte ich mal sagen. Ne? Also wie viel Milch will der? 9. Kriegen wir hin? Vielleicht? Ja, das wird schon knappig. Oh Mann. Gucken wir mal, wie viel es am Ende wird. Sollte reichen.
Hier ist nicht mehr. Dann gehen wir nochmal zurück. Ja, hier hatte ich zwischenzeitlich mein Rathaus, glaube ich, ja, erweitert auf Level 5, weil ich in meinem Zug mehr Leute gekriegt habe, als meine Stadt irgendwie gefasst hat. Da habe ich so gedacht, na, muss ja nicht sein, ne? So, warte mal, jetzt gucke ich nochmal. Nicht, dass ich irgendwas Existenzielles vergessen habe. Nee, das ist so eine Mache. Und hier brauche ich Fisch. Fisch habe ich gerade nicht. So, und weil ich zwischendurch Glück hatte, können wir, wie beim letzten Mal auch schon, gleich nochmal erweitern. Das ist doch wundervoll. Ja, dann haben wir hier noch mehr Platz. Das heißt, ich würde dann ganz gerne in der nächsten Folge, die sind ja hier in Heyday immer nicht so lang, weil was soll ich hier 20 Minuten mit euch machen, ne? Ist schwierig. Sind ja mal nicht so lang, aber da würde ich in der nächsten Folge eventuell mal mit euch so ein bisschen, ja, umbauen, ne? Dass das ganze Weihnachtskram wegkommt. Vielleicht können wir das ein oder andere Schneekram lassen. So, ich finde ja zum Beispiel hier das Häschen, ne? Warum nicht? Kann man ja mal lassen. Oder hier die kleinen Küken, ne? Finde ich auch okay. Dass wir dann hier wirklich mal anfangen, den Tieren ein anständiges Zuhause zu verpassen. So, ich glaube, ich habe ja noch Hühner, die ungefüttert sind. Ne? Das würde ich ganz gerne mal machen, dass hier ein bisschen Struktur wieder reinkommt in meinen Zoo. Ne? Für euch ist natürlich jetzt blöd, weil ihr werdet das Video ja erst am 20. sehen, also am Samstag. Und für mich ist heute letzter Sonntag. Also schon fast wieder eine Woche rum. Aber it is, wie it is. Ne? Man muss ja doch mal zeitlich so ein bisschen gucken, dass man hier rankommt. Bis dahin habe ich mich mit der Suppenküche bestimmt auch schon so ein klitzekleines bisschen eingefuchst. Ne? Warum nicht? Und ja, habe ich also eine Menge zu tun. Und ich weiß, was ich denn im nächsten Video mit euch machen kann. Mal ein bisschen Deko. Yay! Alles klar, ihr Lieben. Ich werkle hier mal noch vor mich hin und gucke mal, was die Woche so für Events bringt, ne? Was man so schönes alles machen kann. Und dann sehen wir uns, wenn ihr denn mögt, beim nächsten Mal wieder. Also, bis dahin, macht's gut. Tschüss.